Guten Morgen, meine Freunde. Wie ihr seht, der Carsten ist schon wieder wach. So schnell kann es gehen im Video. Heute ist nicht Freitag, heute ist Donnerstag. Aber es fühlt sich an wie ein Freitag, weil ja morgen Karfreitag ist der Feiertag. Und wie ihr seht oder hören könnt akustisch, wenn wir leise sind. Genau. Jetzt gerade vor 10, 15 Minuten, die ganze Zeit nicht, fängt es an zu regnen. Ich muss um 7 Uhr abladen, wir haben 6.17 Uhr. Ich habe noch 3,5 Kilometer. Ich hatte hier einen guten Parkplatz gefunden, direkt neben der Autobahn konnten wir uns hinstellen. Da ist hier so eine, hier könnt ihr die sehen, genau, und da stehen wir hier am Rande, am Anfang. Ja, und das war ganz praktisch, weil in der Innenstadt, vergiss es, wollte ich gar nicht probieren. Deswegen gleich die erste Chance genutzt. Aber ihr könnt sehen, es regnet. Ist doch ein Graus. So, und ihr habt ja gesehen, was ich da geladen hatte. Das bedarf richtig viel Zeit, das abzuladen. Schön vorsichtig wieder hoch und rumdrehen, damit ja nirgendwo aneckt und Kratzer gibt. Und oh. Und ich habe gerade mal in der App geguckt hier, in meiner schlauen, meiner Wetter-App. Das ist schon deprimierend, ich sag's euch gleich. Ah, Entschuldigung. So, hier. Warte mal. 7 Uhr, aber wieso kriege ich das nicht so scharf? 7 Uhr haben wir Regen. 8 Uhr haben wir Regen. Bis 9 Uhr. Und jede Stunde wird es weniger. Jetzt 95%, dann 57, dann auch 57. Aber ab um 10 vorbei. Nicht? Um 10, da will ich schon, muss ich schon längst woanders sein. Da müssen wir im Birkenfeld sein, um zu laden für Frankreich. Gut, lasst mich jetzt erstmal die Zähne putzen und dann geht das weiter. Mal gucken, was die Luxemburger für Musik haben, aber ich glaube, das muss Deutsche sein. Für die rund 25.000 Beschäftigten geeinigt. Details sollen heute bekannt gegeben werden. Benedikt Meisel berichtet. Es ist wohl die gute Nachricht, kurz vor Ostern keine Streiks des Bodenpersonals bei Deutschlands größter Fluggesellschaft. Oh, die haben die auch geeinigt, die Bodenpersonal-Fluggesellschaft. Haben sie aber ein Ostergeschenk gekriegt. Ah, gucken wir mal ein bisschen hier. Also, ja. Nee, das glauben wir ja allen. Heute war es Luxemburg. Eldorado, was ist denn das? Ist zu deutsch, kriegt Ärger. Jour avec, vous l'avez entendu, une personnalité qui est avec nous. C'est Chantal. Chantal Latsou, alors, ça va, vous connaissez mon mari, Michel? C'est ma singer, c'est moi dedans. Alors, chanteuse française à découvrir, de qui s'agit-il en rapport avec le chocolat? Taillez-moi les hanches, à la hache. Alors, j'ai mangé trop de chocolat. Bon, bah c'est Olivia, oui. Oh, c'est génial, c'est génial. Ah, oh, ça ne traîne pas. Super. Merci beaucoup. Bravo, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, et puis nous merci Chantal. On dit à tous dingue dans cette émission. Hein, Céline dit merci Chantal, nous remercie Jeff de Bruges. Bref, on est pas mal. Gros bisous, passez une bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Salut Céline. Au revoir. Bon, 6h21, chérie FM, Britney Spears pour la musique. Tiens, là, le dingue. Non, moi, il y a Britney Spears, c'est ce qui m'a.
Ach, während des Zähneputzen läuft mir der Zinken. Ach, furchtbar. Aber nichts geht über geputzte Zähne. Besonders wenn man so deftig essen tut wie ich jeden Abend. Also nicht immer, aber ich bin ja so ein Gewürzmensch. Am liebsten immer überall eine Zwiebel rein und ein bisschen Paprika oder Pfeffer oder Knoblauch. Oder andere Gewürze. Gewürze sind schon was Feines, ne? Wenn man, ich wollte gerade sagen, wenn man die kochen kann, dann kann man es immer schön mit Gewürzen wieder blanchieren. Nicht blanchieren, sondern ausbalancieren. Okay, genug geschnackt. Ich guck jetzt einmal. Ich muss noch mein Sandkorn muss ich rausholen, was der Sandmann mir reingestreut hat. Dieser Lümmel, du, ey, immer in die Augen. Was der sich immer traut, ja, auch eine Körperverletzung hier jeden Abend hier, ne? Ich muss mal überlegen, ob ich da nicht mal zum Anwalt gehen kann. Jedes Mal muss ich mir die Augen hier auswinden. So, ich sehe schon wieder so rot aus, obwohl ich gar nicht so rot bin. Könnte ich glatt Pumuckl sein. Okay, dann, aber wenn ich der Pumuckl wäre, dann hätte es gut. Dann würde ich aber, Hex, Hex, ah ne, ist ja Bibi, obwohl, der Kobold, der kann ja auch hexen. Naja gut, jetzt werden wir mal weiterkämpfen, damit wir schleunigst nach Hause kommen. Und nicht erst irgendwann um 20 Uhr. Ich will nämlich noch vor 18 Uhr ein bisschen Blumen holen und Blumenerde, damit ich noch ein paar, wie sagt man, Blumenkästen machen kann für Mama, damit das schön aussieht. Für mich auch, weil Blumen sind einfach was Schönes. Besonders wenn es schön bunt ist. Bis dann. Das muss die Kirche sein, die wir gestern gesehen haben auf dem Internet. Schön alt alles. Und das wurde schön angeleuchtet. Sieht in der Nacht bestimmt noch viel besser aus. Avenue de la Liberté. So heißt die Straße. Avenue de la Liberté. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Oh, ich glaube, wir sind hier auf der Hauptmarktstraße. Hoffentlich überfahre ich es nicht. Hoffentlich sehe ich es gleich. Hoffentlich habe ich einen Parkplatz. So viele Fragen. Ich war schon wieder hibbelig. Und das früher morgen. Ich melde mich. So, Fahrzeug ist leer. Und jetzt haben wir abgeladen. Und hier steht das ganze Zeug. Mensch, hast du wieder einen schönen Kaffee bekommen? Und ich krieg noch nicht mal Honig. Leute, ich bin ja an und für sich nicht so ein Freund. Weißt du? Weil ich immer dann sage, ach, Kaffee ist Kaffee und... Nein. Nein, nein, nein. So viel dazu, das ist jetzt gleich unsere Tour. Aber ich stehe noch hier auf dem Platz, ich muss mich beeilen. Hier sind ein Haufen Kameras. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Wisst ihr, wie geil das schmeckt? Das ist ein Latte Macchiato. Das ist nicht... kannst du nicht selber machen. Kannst du nicht selber machen. Schon allein der Becher, der hat mindestens 3 Minuten gedauert. Mindestens. Gerüttelt und geschürt und was er noch alles reingemacht hat. Oh. Und alles für einzelne. Dann kommt die Milch rein, dann kommt gesondert dein Geschmack rein, kannst du aussuchen. Ich wusste gar nicht, was der meint. Strange Lage und was nicht alles. Ich habe gesagt, machen Sie einfach was Schönes. Leute, das ist keine Werbung, aber das ist so. Diese Stores, die nur Kaffee anbieten, die können was. Also der kann was hier. Der kann was. Kann ich empfehlen. Seid ihr in Luxemburg? Pariser Platz. Der kann was. Top an die Leute. Aber jetzt müssen wir los. Ciao. Jetzt haben die mich hier eingeparkt. Glaubt ihr das? Die bauen hier so einen kleinen Markt auf. Ey, alles gut bislang. Aber jetzt haben die mich hier eingeparkt. Jetzt fahren wir hier zwischen so einer Lampe, so eine Nostalgie-Lampe, wisst ihr, mit den Schirmen und so einem dicken Baum. Ui, wie muss ich hier rauskommen? Und die sehen mich, dass ich hier rumkurve. Nicht die Leute, die so freundlich von mich mit abgeladen haben. Die da jetzt einen Stand aufbauen. Die sehen das. Ich muss mal aussteigen. Das ist auch ein, also ganz ehrlich, ne? Ganz ehrlich. Fällt dir nichts mehr dazu ein. Aber ich reg mich jetzt nicht auf. Ich habe nämlich einen schönen Kaffee bekommen. So, jetzt müssen wir ganz langsam, jetzt müssen wir erstmal aussteigen. Das ist mir zu gewagt. Dran ist die Glaslampe.
Kurplan, Carsten, Kurplan. Der Tag hat so gut begonnen. Du regst dich jetzt nicht auf. Du regst dich nicht auf. Mach ich nicht. Nein. Nein. Ich rege mich überhaupt nicht auf. Ich bin Ruhe in Person. Da vorne ist auch noch so ein Glastisch. Könnt ihr den sehen hier? Direkt vor uns. Vor unserer Motorhaube. Jetzt müssen wir rumkommen. Ja, da ist gut. Da auch. Tisch begutachten. So, und da sind die Kameras, die ich meine. Könnt ihr die sehen? Jetzt müssen wir uns wieder anschneiden. Weil wenn wir nicht dazugehören, gehen die Poller hoch nach oben. Denn jetzt? War die Tür nicht richtig zu. So. Hochkonzentration. Concentration. Ist eine schöne Stadt hier. Wirklich wahr. Also ich bin ja jetzt vom Luxemburg direkt in Luxemburg in der Hauptstadt. Ne? Luxemburg ist ja Luxemburg. Ja klar ist Luxemburg, Luxemburg, Carsten. Mensch, bist du doch nicht wach, Junge, oder was? Na ja, gut. Oh, das ging aber fix. Das ging aber fix. Was gibt denn hier so? Ach, die Kehrmaschine. Dürfen wir jetzt links lang? Ja, dürfen wir. Weil da stand gerade so eine Begrenzungszeit. Je suis te set. Ein bisschen Frankreich ist unmöglich. Oh, Paris. Ich weiß auch nicht, warum der Platz Paris hieß, aber so ist es nun mal. Gut, jetzt fahren wir wieder rechts. Und soll ich euch mal was sagen? Die Menschen sind hier alle sehr nett. Oh, was kommt da für ein schöner Kran? Das war aber jetzt nicht eingeplant. Aber ein kleiner. Wir sehen uns später, ne? Also ich muss sagen, Motor ist jetzt aus, kann ich in die Kamera... Ah, schon wieder grün. Also... Sehr schöne Stadt. Innen drin, sehr schön. Und wie gesagt, wenn ihr hier seid, ihr könnt auch frühstücken da. Und die Terrasse wird anscheinend ganz schön draußen. Jetzt durch die Begrenzung, ne? Und wenn ihr da seid, dann könnt ihr sagen, Mensch, das hat der Carsten, der Oberlausitzer hat das eingebracht. Ne? Dann lässt sich's doch gleich besser brunchen. Obwohl, brunchen macht er glaube ich nicht, aber Frühstück. Frühstück, ja. Die waren auch noch kräftig am Putzen und Renovieren und was nicht alles. Der hat sogar von den Ventilatoren oben den Staub abgewischt. Und das ist löblich. Und das war der Chef persönlich, ne? Ja. Wenn ihr wissen, wie viele Betriebe das nicht machen und im Sommer wedeln die Dinger da den Staub von den Decken. Oh, aber du siehst nicht, ne? Aber das kann ich ruhig empfehlen. Und es schmeckt. Ich muss jetzt zusehen, dass ich mir den reinpfeffere. Oh, hier schön die Berge. Habe ich heute gestern nicht gesehen. Heute und gestern, weil es dunkel war. Aber Blitze haben sie viel. Ja. Aber ich hasse diese Poller, weißt du? Da ist eine Kamera und der sieht das ja, wer da rein will und was nicht alles. Dann gehen die ja runter und bleiben unten. Aber ich habe schon Videos gesehen, da sind trotzdem das rein dürfen. Die Dinger währenddessen hochgegangen. Da ist die ganze Ulbane und alles kaputt. Alles. Da bist du aufgebockt, da Fahrzeug kaputt. Ich hab da immer Bammel. Richtig Bammel. So, was kostet denn hier in Luxemburg der Sprit? Wollen wir das uns noch geben? 1,56 Euro der Diesel. Und 1,62 Euro, 63 der E10. Der E10 ist billiger. Aber der Diesel, ne? Wir haben ja gestern den Simmern auch für 1,61. Also großer Unterschied ist es nicht. Oh,
Mal gucken, ob wir das lesen können. Aber in der Grenznähe ist es eigentlich immer auf Deutsch übersetzt. 29.03. Lux Deutschland 75 verboten. Das bedeutet, am Samstag darf man das deutsche Fahrverbot nicht durch Luxemburg umgehen. Ja, auch so ein Schildburger Streich. Samstag ist normaler Arbeitstag, aber anscheinend nicht in Luxemburg. Vielleicht ist in Luxemburg auch ein normaler Arbeitstag, aber die wollen einfach nicht, dass die ganzen Blechlawinen da rüberrollen. So viel werden es ja wohl nicht sein, aber einige gibt es dann schon. Naja, bis später. Wollt ihr mal sehen, wie die luxemburgische Feuerwehr aussieht oder RTW? Ne, es könnte Feuerwehr sein. Ah, es sieht aus wie ein Ford Transit. Mannschaftswagen, ne? Ich kann es nicht lesen. Service Distanze, irgendwas mit Service stand da drauf. Ja, gut. Würde jetzt mal spannender sein, wenn das Blaulicht anhätte, beziehungsweise Martinshorn, wie sich das anhört. In Luxemburg habe ich das noch nie so oft vernommen. Frankreich, ja, Italien auch. In Italien gibt es ja verschiedene Töne. Von Carabinieris, von den. Ach, da gibt es ja diese Grünen, dann gibt es diese Finanzpolizei, wie in Österreich. Da gibt es die Asfinag, da gibt es die Finanzpolizei, da gibt es die normale Polizei und wie sie alle so heißen. Die haben alle unterschiedliche Töne. Also, so entnehme ich das, wenn ich das höre. In Deutschland hat ja auch fast alles unterschiedliche Töne. Aber intern von der Polizei hört sich alles gleich an. Aber ich bin kein Fachmann. Mein Ohr kann sich auch täuschen. Aber so entnehme ich das. Und manchmal fällt es mir auch wirklich schwer zu entscheiden, wenn ich von hinten Martin höre, ist das jetzt eine RTW oder ein Polizeiwagen. Feuerwehr hörst du, die haben so ein Pressloch. Das ist richtig tief. Und böse. Böse nicht, aber laut und so. Wenn ich die Feuerwehr höre von uns früher, B50, die hast du von Weitem gehört. Und nicht nur von Martinson, sondern auch vom Motor. Und wenn du Glück hattest und der Wind nicht gegangen ist, hast du noch von Weitem gesehen. Wie der Schornstein. Wie so ein Bulldog. Ah, aber der Geruch, der war schön. Deswegen will ich unbedingt eines Tages unbedingt Trabant haben. Lecker. Herrlich. Erde Wasser Billig. Das ist auch ein Rastplatzname. Aber den werden wir gleich mal ansteuern, weil Chef möchte Papiere. Ja, bei uns hat sich nämlich was geändert. Der liebe Carsten, der muss nach jedem Auftrag, das heißt muss, aber sollte zeitnah Deliverance Paper translate for the boss. Also mein Englisch ist nicht so prickelnd. Ich soll nämlich immer nach dem Abladen die Papiere via E-Mail an meinen Chef weiterschicken, damit er zeitnah, warte, wo müssen wir hin? Erde, Wasser, Billig, da lang. 50, schön langsam, dass man keinen Ärger kriegt. Die Papiere schicken, warte mal. Moment. Kleiner als 3,5 Tonnen. Oh. Was denn du? Wie, hier können wir rein, ja? Ja, hier können wir rein. Hier können wir doch rein. Ja. Das war gerade ein bisschen für mich ein bisschen schwierig zu verstehen. Damit er zeitnah die Rechnung stellen kann. Und nicht auf meine Papiere mal warten können. Oh, ein Dreiachserbus, da muss man näher ran. Sieht man auch selten, also sehe ich selten. Vorfahrt gewähren, ja, mache ich. 48 Stunden kannst du hier stehen mit Parkscheibe. Das ist doch mal löblich. So, da müssen wir näher ran. Dreiachser mit Bus sehe ich auch selten. Schön. Mhm. Ist aber auch ein langer Oschi. Na ja, gut, jetzt werden wir die Papiere mal schnell machen. Da freut sich der Chef. Hallo. Ja, hallo, wer ist denn da so leise? Guten Morgen, Mama. Morgen. Na, und ausgeschlafen? Na, klar, ich war schon halb fünf.
Halb fünf warst du schon, warum denn das? Hast du gedacht, ich komme um 8 Uhr schon nach Hause? Ich habe an der Uhr geguckt, habe gedacht, heute ist es ein bisschen zu spät. Na, da war wohl in Gläschen Eierlikör gestern zu viel. Wieso? Eierlikör? Naja, wenn du heute früh noch nicht einmal die Uhr richtig sehen kannst, dann habt ihr doch gestern Abend den Schnäpsel getrunken. Ach, bist du der verrückte Karsten. Wie ist denn das Wetter? Also hier in Luxemburg regnet's. Bei uns auch. Oh. Aber die Leute waren alle nett. Und ich habe tatsächlich einen Kaffee umsonst bekommen. Durfte mir aussuchen, was ich wollte. Oh. Ja. Aber der schmeckt du. Die machen ja, das ist ja so ein richtiger Kaffee-Store, weißt du? Und die machen dir Geschmacksrichtungen und ach, allen möglichen. Und da kannst du noch ein bisschen Kuchen oder sowas, Kleinigkeiten dazu kaufen, aber überwiegend machen sie Kaffee. Da hätte ich nicht gedacht, dass das so ein großer Unterschied ist. Naja, so, und was macht er heute noch? Achso, was ich dich fragen wollte, aber nur, wenn es dir zutraust, ja? Wenn dir nicht mehr mit dem Auto wegfahren müsst heute, weil er einkaufen oder sonst was, ja? Und du siehst, dass da vorne am Parkplatz Platz ist, ja? Weil die Leute jetzt arbeiten gehen. Kannst du da dein Auto... Boden gibt's vorne. Na, wenn du aus deinem Wohnzimmer schaust, da siehst du doch die Parkplätze, wo ich immer stehe. Ja. Genau. Wenn du dir das zutraust und wenn da, weil die Leute jetzt arbeiten müssen, und du siehst, dass da großer Platz ist, dass du dein Auto da ein bisschen hinstellen kannst, damit ich, wenn ich heute Abend komme oder spät Nachmittag, damit ich einen Parkplatz habe. Aha. Aber nur, wenn du dir das zutraust. Wenn das nur so eine kleine Lücke ist, dann brauchst du dich nicht reinquetschen. Nur, wenn da richtig viel Platz ist, ja? Mhm. Ja. Ich muss versuchen. Ja, wenn nicht, dann lass es. Dann muss ich das Auto erst vor die Garage stellen, dann muss ich halt gucken. Vielleicht fahren noch viele über Ostern weg, aber viele werden auch über Ostern Besuch bekommen. Mhm. Da wird das sowieso ein bisschen knuffig werden. Mhm. Naja, gut, dann will ich nicht länger stören. Ich bin jetzt unterwegs Richtung Hunsrück und dann fahre ich nach Straßburg und dann schauen wir mal, was ich noch vorladen kann oder wie oder was. Gut. Mhm. Ich sag, und dann werde ich mal schauen, was ich noch machen kann, wenn ich in Straßburg fertig bin. Mhm. Und was habt ihr noch heute vor? Oh, allerhand. Ja, mach. Du weißt ja, wie das ist. Ich weiß ja, wie das ist, ja. Mach nicht so viel. Das Bett mache ich, wenn ich da bin, ja? Das kann ich beziehen. Ja. Ja, da braucht ihr euch da nicht rumquälen. Mhm. Gut, Mutter. Dann bis später, ne? Ja, mach's gut. Ja, tschüss. Ja, morgendlicher Appell bei meiner Mama. Ganz wichtig. Morgens und abends. In der Regel immer so 15 Minuten. Je nachdem, was zu besprechen ist. Manchmal einfach nur, um zu dran erinnern. Oder zu nicht zu dran erinnern direkt. Ich versuche das immer zu umgehen. Zu fragen. Wie zum Beispiel, Mutter, was macht ihr denn heute oder so? Und wenn sie mir nicht sagt, ja, ich muss ja dann und dann zur Ergotherapeutin oder sonst was. Erst dann stoße ich dazu und sage... Du Mutter, ich glaube, guck mal am Kalender, heute ist das und das. Ich versuche erstmal ihre Selbstständigkeit immer zu geben, dass sie mir selber sagen kann, was Sache ist. Wenn sie aber nicht drauf kommen sollte, dann versuche ich Gedankenstützen ihr zu geben, damit sie selber darauf kommt und nicht das Gefühl hat, dass ich sie immer daran erinnere oder bemutter oder wie auch immer. Das ist ganz wichtig, weil sonst sind ältere Menschen, ist wie mit Kindern, sonst sind sie gekränkt und verschließen sich und denken, oh, ich kann ja gar nichts selber machen oder sonst was. Ganz wichtig. Nö, und ja, und einfach nur, um sicher zu stehen, obwohl sie alles hat, so ein Dingsbums, aber das sage ich jetzt hier nicht öffentlich, das sind Sicherheitsfaktoren. Also, es ist eigentlich nicht möglich, sagen wir mal, in gewissen Stunden... kriege ich so oder so eine Meldung oder die anderen Kinder von meiner Mama beziehungsweise vom Lebenspartner
von deren Tochter kriegen. Wir sind da alle vernetzt und hinterlegt bei Uhlen. Hallo? Ja, hallo, wer ist denn da so leise? Guten Morgen, Mama. Morgen. Na, und ausgeschlafen? Na? Na klar, ich war schon halb fünf. Halb fünf warst du schon? Warum denn das? Hast du gedacht, ich komme um 8 Uhr schon nach Hause? Nee, ich habe an der Uhr geguckt und habe gedacht, heute ist es ja schon zu spät. Da bin ich umgestanden. Das habe ich gemerkt, dass ich ja doch daneben geguckt habe. Na, da war wohl ein Gläschen Eierlikör gestern zu viel. Wieso? Eierlikör? Naja, wenn du heute früh noch nicht einmal die Uhr richtig sehen kannst, dann habt ihr doch gestern Abend das Schnäpsel getrunken. Ja. Ach, bist du der verrückte Karsten. Wie ist denn das Wetter? Also hier in Luxemburg regnet's. Da und so. Oh. Aber die Leute waren alle nett. Und ich habe tatsächlich einen Kaffee umsonst bekommen. Durfte mir aussuchen, was ich wollte. Oh. Ja. Aber der schmeckt du. Die machen ja, das ist ja so ein richtiger Kaffee-Store, weißt du? Und die machen dir Geschmacksrichtungen und allen möglichen. Und da kannst du noch ein bisschen Kuchen oder sowas, Kleinigkeiten dazu kaufen, aber überwiegend machen sie Kaffee. Da hätte ich nicht gedacht, dass das so ein großer Unterschied ist. Naja, so, und was macht er heute noch? Achso, was ich dich fragen wollte, aber nur, wenn es dir zutraust, ja? Wenn dir nicht mehr mit dem Auto wegfahren müsst heute, weil er einkaufen oder sonst was, ja? Und du siehst, dass da vorne am Parkplatz Platz ist, ja? Weil die Leute jetzt arbeiten gehen. Kannst du da dein Auto... Boden gibt's vorne. Wenn du aus deinem Wohnzimmer schaust, da siehst du doch die Parkplätze, wo ich immer stehe. Ja. Genau. Wenn du dir das zutraust und wenn da, weil die Leute jetzt arbeiten müssen, und du siehst, dass da ein großer Platz ist, dass du dein Auto da ein bisschen hinstellen kannst, damit ich, wenn ich heute Abend komme oder spät Nachmittag, damit ich einen Parkplatz habe. Aber nur, wenn du dir das zutraust. Wenn das nur so eine kleine Lücke ist, dann brauchst du dich nicht reinquetschen. Nur, wenn da richtig viel Platz ist, ja? Hm? Ja. Werde ich mal versuchen. Ja, wenn nicht, dann lass es. Dann muss ich das Auto erst vor die Garage stellen. Dann muss ich halt gucken. Vielleicht fahren noch viele über Ostern weg. Aber viele werden auch über Ostern Besuch bekommen. Mhm. Dann wird das sowieso ein bisschen knuffig werden. Mhm. Naja. Gut, dann will ich nicht länger stören. Ich bin jetzt unterwegs Richtung Hunsrück und dann fahre ich nach Straßburg und dann schauen wir mal, was ich noch vorladen kann oder wie oder was. Gut. Hm? Ich sag, und dann werde ich mal schauen, was ich noch machen kann, wenn ich in Straßburg fertig bin. Mhm. Und was habt ihr noch heute vor? Oh, allerhand. Ja, mach. Du weißt ja, wie das ist. Ich weiß ja, wie das ist, ja. Mach nicht so viel, das Bett mache ich, wenn ich da bin, ja? Das kann ich beziehen. Ja. Ja, da braucht ihr euch da nicht rumquälen. Mhm. Gut, Mutter. Dann bis später, ne? Ja, mach's gut. Ja, tschüss. Okay. Ja, morgendlicher Appell bei meiner Mama. Ganz wichtig. Morgens und abends. In der Regel immer so 15 Minuten. Je nachdem, was zu besprechen ist. Manchmal einfach nur, um zu dran erinnern oder zu nicht zu dran erinnern direkt. Ich versuche das immer zu umgehen, zu fragen, wie zum Beispiel, Mutter, was macht ihr denn heute oder so? Und wenn sie mir nicht sagt, ja, ich muss ja dann und dann zur Ergotherapeutin oder sonst was, erst dann stoße ich dazu und sage, du Mutter, ich glaube, guck mal am Kalender, heute ist das und das. Ich versuche erstmal ihre Selbstständigkeit immer zu geben, dass sie mir selber sagen kann, was Sache ist. Wenn sie aber nicht drauf kommen sollte, dann versuche ich Gedankenstützen ihr zu geben, damit sie selber darauf kommt und nicht das Gefühl hat, dass ich sie immer daran erinnere oder bemutter oder wie auch immer. Das ist ganz wichtig, weil sonst sind ältere Menschen, ist wie mit Kindern, sonst sind sie gekränkt und verschließen sich und denken, oh, ich kann ja gar nichts selber machen oder sonst was. Ganz wichtig. Nö,
Und ja, und einfach nur, um sicher zu stehen, obwohl sie alles hat, so ein Dingsbums, aber das sage ich jetzt hier nicht öffentlich, das sind Sicherheitsfaktoren. Also, es ist eigentlich nicht möglich, sagen wir mal, in gewissen Stunden kriege ich so oder so eine Meldung oder die anderen Kinder von meiner Mama beziehungsweise vom Partner, Lebenspartner von deren Tochter kriegen. Wir sind da alle vernetzt und hinterlegt bei irgendwelchen Institutionen, wenn da irgendwas ist, und die kommt zu gewissen Zeitenabständen in die Wohnung, also von daher. Aber ja, ne, ihr wisst ja alle, wie schnell sowas gehen kann. Wenn ihr da, was weiß ich, Gott bewahre, aber mal so ein Herzinfarkt oder Schlaganfall, da zählt jede Sekunde, da kannst du nicht nach gewissen Zeitintervall erst kommen, dann ist es zu spät. Und deswegen, ich rufe schon, ja, seit Jahren rufe ich jeden früh an. Aber seitdem ihre Schwester nicht mehr ist, meine Tante, letzten Jahr rufe ich auch abends an. Abends rufe ich immer an eigentlich, aber jetzt rufe ich auch früh an, so. Einfach nur, um sicher zu stehen. Aha, sie geht ran, aha, ist alles okay, dann ist okay. Aber ihr wisst ja selber, Mütter erzählen einem ja trotzdem nicht immer die Wahrheit, ne? Die verschweigen einem ja so viel, weil sie ja denken, oh, der macht sich dann Sorgen oder sonst was. Aber wehe, das Kind, der Sohn, die Tochter, ne? Also meine Person oder die anderen, wehe, die sind krank und sei es nur ein Schnupfen, oh, du gehst aber zum Arzt und du gehst jetzt nicht arbeiten und ruh dich aus und weißt du was, dann musst du den Tee trinken und dann holst du dir das, ne? Und wehe, du arbeitest und wehe, du gehst nicht zum Arzt, du schickst mir ein Foto, dass du beim Arzt warst, ne? Aber wehe, die Eltern sind krank, die Mama, ne? Und da kannst du ja mit Engelszungen reden, Mama, du gehst aber jetzt zum Arzt, ne? Du hast so blaue Flecke voll in deinem Sturz oder sonst was, ach, komm, Acke. Ja, ach komm, Acke. Ja. Dann sage ich mir auch immer, du verlangst von mir, wenn ich einen Schnupfen habe, zum Doktor zu rennen und du fällst und stürzt auf Stein und du gehst nicht zum Arzt. Ja. Aber die Geschichten kennt ihr ja bestimmt von euren Großeltern oder euren Eltern, ne? So, genug geschnackt. Jetzt sind wir wieder auf deutschem Boden seit einer geraumen Zeit. Jetzt darf der Carsten wieder 100 fahren. Bitte an der nächsten Ausfahrt rechts abfahren auf die B41 in Richtung Birkenfeld. Mach ich doch, meine Liebe. Für dich tue ich doch alles. Ich bin doch ein Gentleman. Und was machst du, wenn ich geradeaus weiterfahre? Na? Bist du dann böse auf mich? Oder sagst du dann, die Route wird neu berechnet? Ja, die Route zwischen uns beiden wird dann jetzt neu an der Ausfahrt rechts abfahren. Dann heißt es, mach doch deinen Scheiß alleine. Nicht? Nein, nein. Wir verstehen uns schon. Das ist ein Geben und ein Nehmen. Wenn es bloß aufhören würde zu reden. Okay. Lieber heute als über die Feiertage. Immer Optimismus. Was haben wir denn noch? 4,7 Kilometer. Hoppale, was machst denn du hier? Wenn sich das nach links verabschiedet. So. Ah, noch 4 Kilometer geradeaus. Nett denn. Wendel, Nufelden, Hoppenstedt. Oh, das erinnert mich an was. Kennt ihr den Opa Hoppenstedt? Mit Lametta? Früher war mehr Lametta. Hoppenstedt. Anias Glorilo. Glorio, ja genau. Naja, bis gleich. So, in 1 Kilometer sind wir da. Sollen wir da sein? Da kommt eine Rondelle. Demnächst links abbiegen, dann haben Sie Ihr Zwischenziel erreicht. Ja, doch links abbiegen. Ich dachte, da kommt ein Kreisverkehr. Wo haben wir es denn? Hier rein? Hier? Wenn, dann wärst du spät jetzt. Nee, hier nicht. In 300 Metern links abbiegen auf die B269 in Richtung Koblenz, dann haben Sie Ihr Zwischenziel erreicht. Das ist auch so eine Richtungsangabe, Richtung Koblenz, ja, Richtung, das stimmt schon, aber
Weißt du, wie weit Koblenz von hier weg ist? Jetzt links abbiegen, dann haben Sie Ihr Zwischenziel erreicht. Ich weiß schon, was Montag los ist. Ich muss erstmal nichts vorladen, weil ich lade Montag in 76er Rohrbach, das ist bei Landau. So, warte mal. Metall, Phosphatine, hier lang? Rechts lang? Wie lang? Wo lang? Da müssen wir lang. Da müssen wir lang. Sie haben Ihr Zwischenziel erreicht. Naja, fast, aber ganz. Hä? Na, fast, aber ganz? Na, fast, aber bald. Ah, ja, dass ja keiner sich hinstellen tut, ne? Gut, vor der Kurve ist auch gefährlich. Das muss man ja nicht machen, vor und dahinter. Aber die sind nur dahingestellt, dass sich ja kein LKW vor dieser Firma abends hinstellt. Oh, so wie es aussieht, bin ich der Einzige. Sieht zumindest so aus. Eine Höhenbegrenzung? Das kann aber auch nicht sein. Hä? Wenn möglich, bitte wenden. Was ist denn das jetzt wieder für eine... Ach ja, hier lang. Das sah von Weitem so verrückt aus. So, naja. Dann werden wir uns mal anmelden. Und schauen, wie das hier vonstatten geht. Bitte anmelden. Wo muss ich mich anmelden? Im Büro? Oder am Telefon? Am Telefon. So wie es aussieht. Gut. Pause von 10 bis 10.30 Uhr. Naja. Und bei mir haben sie gesagt, ich soll um 10 Uhr laden. Boah, Brecher. Siehst du, deswegen bin ich immer eher da. So, was steht denn da? Wareneingang, Ausgang 8 bis 16 Uhr. Oh, ja. Naja, gut. Dann gehe ich mich mal anmelden. Ne? Ich bringe euch später wieder ins Spiel. Ins Spiel. So, meine Freunde, ja, wir müssen ein bisschen warten. Chef hat sich verguckt. Er hat mir geschrieben 10 Uhr, aber dabei ist zwischen 10 und 12 Uhr Ladezeit. Und wir haben es jetzt 9 Uhr. Ja? Ah, sieht man jetzt schlecht. 9 Uhr 17 haben wir es. Nee, nicht 12 Uhr. 12 Uhr 9 ist die Ankunftszeit. Ah, man kann die Zeit aber erkennen, dass das 9 Uhr 17 sein soll. Oder ich gehe mal ein bisschen weg. Jetzt könnt ihr es sehen. Ja. Dann gehen wir mal die Route nochmal durch, weil ich habe gesehen, dass er uns eigentlich so schicken würde und dann hier runter. Das ist ja Quatsch. Aber wir müssen nicht bis 14 Uhr aussagen, sondern bis 16 Uhr. Aber ist halt blöd. Dadurch ist jetzt der Tag. Ja, was willst du dann noch machen, ne? Wenn du, sagen wir mal, ein paar Minuten vor 11 laden tust und dann müssen wir hier durchfahren, nämlich hier. Und dann fahren wir querfeld ein durch St. Wendel. Um dann hier hinten in Neunkirchen auf die Autobahn zu kommen, auf die 8, aber nicht viel. Dann fahren wir bis Zweibrücken und dann geht das hier, warte mal, auf die B424 und bei Hornbach auf die D35A. Und selbstverständlich brennen wir die Maut. Was heißt, wir brennen die Maut, aber... So, dann fahren wir hier die Umgehungsstraße von Bitsch, nicht durch Bitsch, sondern... Umgehungsstraße, die D662, die D1062, ja, und dann fahren wir hier an Hagenau rum, und hier gehen wir mal auf die Autobahn, weil die ist dann mautfreie Höhe Mommenheim, ist das hier A4, und da fahren wir die an Straßburg vorbei, auf die A35, am Flughafen vorbei, ja, und hier fahren wir aber schon runter, weil danach geht die Maut los, und dann ist da Dubingheim, ja. Und wenn wir fertig sind und nichts dazwischen kommt, weil wir haben ja eine Anschlussfahrt am Dienstag, sprich, ich kann nichts anderes vorladen, es sei denn, es geht ein Karton in die Richtung, der erst am Nachmittag im Ruhrgebiet sein muss, dann fahren wir die 35er, die ist mautfrei, und dann fahren wir hier hinten, warte mal, ganz ruhig, ja genau, dann fahren wir hier hinten an Lauterburg, bei Wörth durch, und dann geht's da auf die B9. Genau, die B9. Germersheim, Lingenfeld, ja, und dann ist da Speyer. So. Und Montag, warte mal, das zeige ich euch gleich. So, und am Dienstag früh geht es von Speyer über die B9 auf die B272 Richtung, also bei Schwegenheim, durch Lustadt Richtung Landau in der Pfalz, da auf die A65 und dann die Abfahrt Rohrbach nehmen und im Industriegebiet bei
Billigheim-Ingenheim. Da gibt es ein Industriegebiet. Und da laden wir. Was laden wir da eigentlich? Moment. Da laden wir eine PAL. Eine große PAL laden wir da. Und dann geht's auf die A65 und dann fahren wir hier hoch. Neustadt an der Weinstraße vorbei auf die A61 bei Schifferstadt. Ja. An Bingen vorbei, Hunsrück und Alzey, Boppard. Dann fahren wir bei Koblenz. Auf die A48. Um dann in der Koblenz auf die B9 zu wechseln. B9 wird zu B256. Da fahren wir immer weiter an Andernach. Wo ist denn das Nest? Immer weiter die B9? Das ist doch Quatsch mit Soße. Nee, das ist Quatsch mit Soße. Wir fahren schön hier die Autobahn lang. Die N61 und fahren dann hier rum. Ja. Wir fahren dann hier rüber auf die. Durch Bonn fahren wir auf die A565. Weil wir müssen nämlich nach Droysdorf. Aber das alles erst Dienstag. Das werden wir dann sehen. Gut. Dann warten wir mal. Und ich glaube nicht, dass dann noch großartig was kommt. Weil jetzt ist schon Ankunftszeit. Wenn ich jetzt mal vorrechne, jetzt wäre Ankunftszeit 12 Uhr. Und wir haben es aber jetzt erst, Moment, 9 Uhr 27. Also sagt man mal 11 Uhr, zwischen 10 und 12 Uhr wurde Chef gesagt, aber die haben gesagt 11 Uhr. Also gehe ich mal davon aus, dass es 11 Uhr wird. Dann sind das noch anderthalb Stunden drauf rechnen. Dann sind wir bei 13:30 Uhr. Laden eine halbe Stunde. 14 Uhr, halbe Stunde abladen. 14:30 Uhr und eine halbe Stunde verschütt. 15 Uhr sind wir fertig. Oh, ich muss gleich niesen. Ja, vielleicht kriegt man dann doch was nach Speyer, weil das sind ja immerhin von Dorte bis nach Speyer 130 Lehrkilometer. Sollte schon was geben. Und wenn es zum Frankfurter Flughafen ist, dann fahre ich vom Frankfurter Flughafen lieber diese knapp 100 Kilometer leer. Je nachdem, das entscheidet der Chef. Und was halt drin steht. Bis später. Eine Ewigkeit später ist meine Fracht immer noch nicht da. Oder doch? Kommt sie jetzt? Kommt sie jetzt? Hey, das sieht gut aus. Hey, das ist unsere Fracht. Hey, wir können laden. Jetzt hagelt das auch noch. Oh, uns bleibt aber auch gar nicht erspart. Typisches Aprilwetter. Ja, den Müll haben wir noch mitgenommen, aber den kann ich zu Hause bei der Mama schön im Plastiksäckel. Guckt euch das mal an hier. Kann die Kamera gar nicht einfassen. Es hagelt. Das kann man ja hören. Das ist kein Regen. Ganz kleine Hagelkörnerchen. Okay, wenn wir mal die Palette sichern, ich melde mich gleich. So, dann gehen wir mal. Oh, jetzt scheint die Sonne wieder, ne? Oh, da kommt ein großer Kollege. Nicht, dass er uns umfährt. Jetzt holen wir Papiere und CMR habe ich auch schon mit. Müssen wir aber noch stempeln. Bis später. Ha, da steht da. Da steht da. Zweideutig. Servus. So. Rein in die gute Stube. Moment, ich drehe euch um. Wackel. Vorsicht, nicht, dass er rumfällt. Ah, die Tür muss richtig zu sein. Gut. Das wieder zurück machen. Jacke ausziehen. Geht gleich los, bin gleich für euch da. Naja, eigentlich brauche ich ja nicht mal viel sagen. Wegstrecke kennt ihr ja. Habe ich euch gezeigt. Moment, Kamera anschalten. Kühlschrank anschalten. So, das. Das. Handy laden. Papiere habe ich, CMR ist gestempelt und unterschrieben. Tja, und wir machen jetzt los.
Bei 9 Grad. Oh. Brr. Also das ist wirklich, das ist Vorbote für April. Wenn der ganze April so wird, na dann gute Nacht. Aber jetzt nicht lang schnacken, genug gewartet. Bis später. Kann der Osterhase überhaupt schwimmen? Ich hoffe, so langsam, dass er mal anfängt, das Schwimmen zu lernen. Denn es wird verdammt schlechtes Wetter. Jetzt radelt es schon wieder. Bei 5 Grad. Kann doch nicht wahr sein. Oh. Und dieser Wind. Und mal hier. Na egal, jetzt werde ich mir erstmal die Alice Mamonita anhören. Das muss man sich anhören, wenn man nach Frankreich fährt. Oh, ich sehe ja auch nicht. Bis später! Könnte sein, dass wir noch einen Abstecher nach St. Ingbert machen für 72er, aber steht noch nicht fest. Das sah aus wie Hausnotruf. Kommen die mit Blaulicht? Also in Notarzt war das nicht. Da war ein mobiles Blaulicht drauf. Oder Organspende. Möglich. So, meine Freunde, schnell durchlaufen, weil ich muss bis 17 Uhr in Dingsbumser sein, sage ich euch gleich. Also, ich habe jetzt keine Zeit. Also hier, ne, fahren wir ja nach Dubingheim. Und wenn ich das nach Dubingheim bei Straßburg abgeladen habe, dann ganz schnell hier über den Schwarzwald, Offenburg, B500 und dann runter nach hier 81, also richtiger Ritt, ey, durch den Schwarzwald noch. 72er zur Spedition Schäfflein, Gewerbepark, das ist in Empfing. Ne, ich habe keine Zeit, ich muss bis 17 Uhr da sein, danach sind die nicht mehr da. Und zwar müssen wir dann hier, zuck, hier, den KTL. Also bis dann, ciao. Ja, zum Schluss noch mal ein bisschen richtig unter Strom, kurz vorm langen Wochenende, aber egal. Ganz schön windig hier, aber jetzt scheint mal wieder die Sonne. Naja, zur Abwechslung mal ein bisschen was Französisches, die Nationalhymne von Frankreich. Hört sich ein bisschen an wie das Lied von den Rupits. Müsst ihr mal am Anfang hören, die Melodie hört sich genauso ein bisschen an wie die Rupits, nach meinem Ermessen. Hymne. Warum hört sie sich so an? Weil wenn man in Bayern unterwegs ist, abends und auf Bayern 1 oder auf Bayern 2 im Radio, kommt Punkt 000 die deutsche Hymne, die Europa-Hymne und die bayerische Hymne. Und eins von den beiden hört sich identisch am Anfang an wie die französische Nationalhymne. Am Anfang. Love, love, love. Du, 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 du. Love, love, love. Ja, so eine Art in etwa. Naja, gut. Dann werde ich mal zusehen, dass ich da hinkomme. Und wir fahren jetzt nicht ohne Maut, wir fahren jetzt mit Maut. Geht schneller. Könnt ihr da den Jet sehen, da hinter dem Wald? Moment, kommt gleich. Was ist das für eine? Oh, ist das ein Sturm heute? Ist das ein Sturm? Leute, Leute. Ich sage euch gleich den Ort. Sarah Union. Moment!
Sarah Union heißt das. Sarah Union. Da war auf der linken Seite neben der D1061 dieser Kampfjet. So, als Beweis für den Herrn Macron, oder wie heißt er? Macron? Macron? Emmanuel Macron? Monsieur, französischer Staatspräsident, ich fahre Ihre Autobahn und mein Chef unterstützt Ihr Straßennetz zur Unterhaltung. Also wir sind keine Mautbreller, nicht? Wir sind ordentliche Spediteure. Wenn wir ordentlich wären, dann würde man nur quer mit einfahren. Ich habe nichts gesagt. Alla, ne, Herr Macron, schöne Ostern. So, da wollen wir mal gucken, was der Spaß gekostet hat hier, die 30 Kilometer Autobahn. Bitte an der nächsten Ausfahrt rechts abfahren auf die D1404 in Richtung Severn. Severn. Machen wir doch glatt. Ich schätze mal 5 Euro. Das ist ein Wunschgedanke. Also ich sag ja nichts, wenn es weniger ist. Aber niemals. Frankreich. Hm? Schauen wir mal. Frankreich. Da war die Maut, wo ich das vor zig Jahren, vor 8, 9 Jahren... Jetzt an der Ausfahrt rechts abfahren. ...nach Bordeaux gefahren bin. Die war schon gepfeffert. Aber schauen wir mal. Ich will ja nicht gleich Terror machen, ne? Also Piano. Boah, das tut schon wieder weh, wenn ich das sehe. Wenn ich jetzt gleich den Geldschein da reinschmeiße. Münzen will er bestimmt keine haben für die 30 Kilometer. Niemals. Ziemlicher Sicherheit nicht. Oh, jetzt kriege ich den Rücken auf einmal so kalt, 10 Grad nur noch. Ja. Das macht der liebe Gott, der denkt sich, zieh dich jetzt schön warm an, lieber Junge. Carsten, zieh dich warm an. Ja gut, ich muss mich jetzt erstmal warm anziehen, aber spätestens, wenn der Chef die Quittung hat, muss er sich warm anziehen. Weil ich habe keine Bordkasse mehr. Tankkarte hatte ich und wen habe ich bei. Sie nähern sich einer Mautstelle. Ja, das weiß ich. Und danke, dass du mich vorwarnst. Ich kann mich seelisch darauf einstellen. Weil wenn ich nach Italien fahre, da habe ich ja einen Telepass. Und normalerweise fahre ich keine andere Maut. Und da muss ich nichts vorzahlen. So, schauen wir mal. Oh, mir wird schon richtig eiskalt, du. Ey, wisst ihr das? Wenn du nicht weißt, wie teuer es ist? In 300 Metern erreichen Sie eine Mautstelle. Das ist wie wenn du in die Werkstatt gehst und du weißt nicht, wie teuer die Reparatur im Endeffekt wird. So fühle ich mich gerade. So, Ticket, Ticket, da müssen wir hin. Schön langsam. Und ganz wichtig, vor Mautstation, egal wo. Hier muss man hin. Hier? Was denn, du? Scheiße, warte mal. Oh, fuck. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Da müssen wir hin. Muss ich da hin? Ja, oder? Ja. Ja. Oh, hoffentlich habe ich mich nicht falsch einsortiert. Ui, ich habe mich, glaube ich, falsch einsortiert, oder? Oh Mann, ich hasse das. Ich hasse das, wie die Pest. So. So. Erstmal Deutsch. Ticket einführen. Wo denn? Hier. Jetzt ist mein Portemonnaie runtergefallen. So, was will er denn? 5,30 Euro. So, warte. Ja, wo denn du? Jetzt hat er es. Oh Gott. Scheiße, immer diese verfickten Kleinkacke. So, und Ticket? Wo kommt denn diese scheiß Quittung? Ah, Mann, ist das eine Rotze. Scheiß Rotze. Scheiß dreckige Rotze. Steht die Polizei und guckt, dass man noch alles richtig macht. Jetzt muss ich erstmal dahin. Ich muss erstmal alles in Ordnung machen hier. Verfluchter Mist hier, so ein räudiger Mist hier. Immer so ein Kleinscheißdreckmüll.
Naja, da lag ich ja mit 5 Euro nicht ganz so verkehrt, ne? So, aufpassen, tütata. Die werden ja auch gedacht haben, der stellt sich ja mal an. Mann, ich wusste nicht, wo der Geldschein reinging, verflucht noch im Hull. Nee, nicht fluchen, schönes Wetter. Nicht fluchen, nicht. So, 5,30 Euro. Moment, warte mal, lass mich erstmal gucken hier. 50, überall wimmelt es hier nach Polizisten und Gendarmen oder wie das heißt. Wir haben 4,42 Euro plus 88 Cent Mehrwertsteuer. 20% Mehrwertsteuer, Leute. 5,30 Euro. So, und wir sind 31,2 Kilometer. Oh, Leute, das kannst du keiner erzählen. Muss ja mein Chef anrufen. So, meine Freunde, da bin ich wieder. Muss gerade meinen Chef die Botschaft verkünden. Er hat gesagt, ich kann das ruhig zeigen, weil kriegt er sowieso nicht vom Kunden wieder, von daher. Aber wartet, ich durfte die Telefonnummer nicht zeigen. Das zeige ich euch später, jetzt die Fährterfahrt. 31,2. Und wir sind auf der Klassentarif 3. Ich weiß nicht, was Tarif 3 bedeutet, ob Wohnmobile oder ob das LKW, also ob es 3, ja, anscheinend gibt es 3. Eins ist Motorrad, gehe ich davon aus, weiß ich nicht. 2 ist PKW und 3 ist alles, was mehr und größer dimensionaler ist als wie ein PKW. Wobei, nee, kann ja nicht sein. Es müsste ja dann nochmal eine Untergliederung geben mit einem Wohnanhänger. Ich keine Ahnung. Ich kann es euch später mal sagen. Wenn ich Zeit habe und Lust und es nicht vergesse. Und mein Chef so, naja, habe ich gesagt, was denkst du, was ich bezahlt habe? Ja, also, was denkst du? 15 Euro, ey. Ja, ja. 15 Euro, also Leute, 15 Euro für 31,2 Kilometer, also da würde ich aber, also da hätte ich aber persönlich mit Schreibschrift den Herrn Emmanuel Macron in den Brief geschickt und jetzt sogar noch die Briefmarke investiert, das glaubt mir mal. Niemals, also da, also, das ja. Aber 5,30 Euro, ne, und 88 Cent Mehrwertsteuer. Jetzt rechne dir mal aus, du fährst 100 Kilometer auf dieser Autobahn. Den Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt verlassen und der D1004 weiter folgen. Ruhe. Stell dir mal vor, du fährst 100 Kilometer. Gut, in Deutschland ist auch streckenabhängig wie in Italien, wie teuer die Maut ist. Aber, boah, Leute. Nee. Ich habe gewusst, dass es damals vor 9 Jahren, wo ich nach Bordeaux gefahren bin, für Galileo-System hier, was sie da oben entwickelt haben. Nee, da nicht. Lauter quatschen. Da müssen wir raus. Nach Straßburg. Da war das schon gepfeffert. Da bin ich nämlich von Bordeaux dahin gefahren, nach Grenoble, wo der Michael Schumacher im Krankenhaus war. Und das war richtig. Aber man muss sagen, der Kunde hat dazu mal noch die Maut erstattet. Man musste bloß die Belege sammeln. Gibt's ja heute gar nicht mal. Sowas findest du nur noch in Geschichtsbüchern. Das ist Nostalgie. Mauterstattung vom Kunden? Hä? Wie schreibt man denn das? Was ist denn das? Ja, was ist denn das? Nee, also da. Nee. Wir sehen uns später. 5,30 Euro. Ja, so eine Ampel könnte man sich in Deutschland auch mal öfters wünschen, ne? So schön mit Zeitvorgabe, wo du weißt, wann es wieder losgeht. So, und der sagt, wir haben noch eine Minute Zeit. Das heißt, eine halbe Minute meinte ich. Praktisch, ne? Ich weiß nicht, ob ihr die Uhr erkennen könnt, aber so ist es nun mal. Wegen der kleinen Verengung da, wegen der Überführung, wegen der kleinen Brücke, wo unten drunter der Mühlbach führt. Diese Baumallee wollte ich euch nicht vorenthalten. Und wenn der ist doch sowieso schon nur wieder satt, der Drecksack. Ja, hat sich zwar entschuldigt. Der hätte ja auch stehen bleiben können, dass ich da vorne weiter rechts in den Straße reinfahren könnte. Ja, aber wenigstens bedanken sie sich alle. Das kommt ja in Deutschland zumindest nicht vor. Da ist man ignorant und bedankt sich noch nicht mehr. Oder entschuldigt sich. Hier, hätte er mal warten können, dann wäre ich hier schön, aber egal. Ich wollte euch eigentlich die schöne Baumallee hier zeigen. Denk nach, bleib stehen, du siehst mich doch. Nein, warum denn auch? Warum denn auch? Da kommt ein großes Auto, ist doch mir egal. Wichtig, in Frankreich einmal rund ums Rondell links blinken. Das signalisiert, dass ihr einmal rum wollt, aber nicht
100%, sondern 90 Grad, kann man sagen. Kurz bevor ihr da wieder hinfahrt, wo ihr reingefahren seid. Aber es gilt nur, wenn man die äußerst letzte Einfahrt nimmt, in der man reingefahren ist. Wenn man nur die erste will, dann muss man nicht links blinken. Dann braucht man das nicht machen. Oh, schöne rote LKWs, was ist denn das? Sieht aus wie MAN. Oh ja, hier ist ein LKW-Händler. Okay, bis später. 1 Kilometer so weit. Aha. Ja. Stopp. You're driving on the left side? Yes, yes. Yes, my turn. Yes. And please push up. Yes. It's okay. Moment. Nee, scheiße. Zu big. Zu schwer. It's okay. It's no problem. You're on the left side, turn. Yes. Back. Okay. Ah ja, okay. Du wolltest noch ein bisschen vorholen. It's okay. Yes. This is better. This is good. Can you push up? Yes, yes, yes. Open is good. It's okay. Yeah, perfect. Perfect, perfect. Okay. So, jetzt werden wir gleich wieder auf deutschen Grund und Boden kommen. Der macht noch die Länderkennung anders, aber da solltest du wenigstens auf deutschem Boden kommen. Es könnte ja sein, dass direkt hinter der Grenze welche sind und kontrollieren. Jetzt schaltest du schon um. Ja, kann auch nach hinten losgehen. Also hier schönes Wetter. Oh, das muss ich. Könnt ihr das sehen? Ich komme gerade vor wie in Dänemark über diese Olsenbrücke oder wie die heißt, diese ganz große lange. Die sieht mal gut aus. So, jetzt geht's aber weiter. Boah. Hier fahre ich selten lang. So, jetzt haben wir es geschafft. Welcome to back Bundesrepublik Germany, Deutschland. Ah ne, das sagen die Niederländer, Deutschland.
So, und weiter geht's. So, meine lieben Freunde, auf diesem Abschnitt seid ihr nur zur Sicherheit mit an Bord, beziehungsweise habe ich die Kamera an. Weil diese Strecke ist für 6T geöffnet, aber hier passiert sehr oft, dass auch größere Kollegen die fahren und hier gehen es auch gleich richtig zur Sache, jetzt noch nicht, weil sehr viele steile, rechts, links, richtig steile Kurven sind und wenn dann ein Kollege auf einmal um die Ecke feuert, obwohl er gar nicht lang darf, aber er keinen anderen Ausweg anscheinend findet, um hier irgendwie aus den Wäldern rauszukommen, dann wird das gefährlich. Deswegen lasse ich euch sicherheitshalber zusätzlich zu meiner Dashcam noch mit an. Und zwar ist das nämlich hier die Kniebissstraße vom Ort Oppenau in Fahrtrichtung, oh, siehst du da, aufpassen, warte, in Fahrtrichtung Kniebiss zur Schwarzwald-Hochstraße. Jetzt geht's noch, hier hast du gute Übersicht. Da siehst du, was von links kommt, alles gut, alles gut. Aber da oben, wenn die Wälder sind, da ist es nämlich immer ratsam, sich hier schön ganz rechts einzureihen, falls so ein Tiefflieger vom Motorradfahrer kommt. Also wie gesagt, ich darf hier offiziell langfahren. Die ist für 6 Tonnen geöffnet. Hier oben ist es schön breit, ne? Das ist also nur dieses kurze Abschnitt hier wieder. Da vorne, wenn es die Kurve ist, da geht es wieder los. Noch geht's. Aber gleich fangen die Serpentinen an. Ich hatte doch mal einen Zuschauer gehabt, der aus dem Schwarzwald kam. Der hieß doch Achim, ne? Konnte ich mir so merken, weil mein Pflegepapa so hieß. Hab schon lange nichts mehr von dir gehört. Wie geht's dir denn? Bist du überhaupt noch Abonnement? Beziehungsweise schaust du noch meine Videos? Ich werde es ja sehen, wenn das Video rauskommt. Und wenn du das gehört hast, dann kannst du ja mal einen Kommentar geben. Manche Namen merke ich mir von den Zuschauern, aber alles kann ich auch nicht merken. Ja, siehst du, PKW geht noch. Aber wenn da jetzt ein großer Kollege kommen würde, der wäre aus. Besonders hier an solchen Kurven. Schön langsam. Gut, Ding will Weile haben, oder wie sagt man so, ne? Ich brauche nicht vor den Feiertagen noch einen Unfall oder beziehungsweise einen Spiegelabrasierer. Nur Scherereien. Ja, macht rüber. Der kam auch hier an, der denkt auch, der wäre alleine. Bloß die Kamera fängt das nicht so ein. Also jetzt übertreibt es mein Chef aber, ne? Vor Ostern ist die Hölle los in der Disposition. Kann ja nur ein Auftrag sein für Dienstag, also für Mittwoch. Weil ich lade Mittwoch, Dienstag, kommt ganz durcheinander wegen dem Feiertag. Dienstag lade ich früh um 6, dann lade ich 7.30 Uhr. Und ich weiß nicht, was jetzt das dritte ist. Aber alles andere, das machen wir Dienstag oder Montag. Ostermontagabend, wenn ich das Fahrzeug richte. Der einzige Vorteil ist, wenn man so die Berge hochfährt, es macht immer Blub in den Ohren. Kennt ihr das auch wegen dem Druck? Man macht so Blub und schon hört man wieder gut. Da weiß man, dass die Ohren noch funktionieren. Hier kann man absolut nicht die Kurven schneiden, das ist die gar nicht. Ja, 17.07 Uhr, sagt er. Ey, Dateline ist 17 Uhr. Ich ratsch schon gefühlt 20 cm neben der Leitplanke. Wer weiß, wann sie das Schild angebracht haben. Dass diese Gewichtsbegrenzung für 6 Tonnen, da könntest du ja quasi, ne, 7,5 Tonnen ja nicht. Das Schild ist ja auch lustig, Überholverbot. Natürlich muss das hier sein. Alles andere wäre ja Quatsch. Wäre leichtsinnig. Oh, ich hasse das, so nah am Abrand, trotz Leitplanke rumzurutschen.
aber genießen wir mal das Ambiente hier. Ist ja ein und für sich ganz schön. Der Schwarzwald ist schön. Siehst du, da kommt schon so eine erste Kurve. Wenn jetzt ein großer Kollege kommt, der ausholt, hast du vergessen? Immer schön rechts bleiben. Ich habe zwar hinter mir eine Schlange, aber das ist mir egal. Das ist mir sowas von Brust. Ist ja mein Leben, was hier vorne links sitzt und nicht den hier. Jetzt habe ich gedacht, jetzt kriege ich keine Videos zustande, weil ich den ganzen Tag ausfallen lassen habe. Aber ich bin jetzt auch schon wieder bei über 120 Minuten. Also es werden wieder zwei Videos, hätte ich echt nicht gedacht. So, ja, noch 5 Minuten glaube ich, dann sind wir hier durch oder 3. Ja, da oben wird es glaube ich besser. Wenn es nicht mehr so chaotisch ist, dann mache ich euch wieder aus. Aber in solchen Strecken, da ist es immer ratsam, eine Kamera zu haben. Hinter mir fahren Wohnmobile. Das hier gibt es Honig in 80 Metern. Habt ihr das Schild gesehen? Aber wo, frage ich mich. Vielleicht musst du den Honig noch selber schleudern. Weiß ich nicht. Ich habe keinen Verkaufsstand gesehen. So, schön rechts bleiben. Der Vorteil ist, wenn du in der Nacht hier hochfährst, siehst die Scheinwerfer. Kannst dich gut drauf einstellen. Ich habe halt schon wieder was geschrieben. Holla, holla, was ist los? Oh, jetzt macht mein Ohr schon wieder blub. Die Autobahnen sehen schlimm aus. Die 5er ist schon gesperrt, ey. Wo wir jetzt abgefahren sind, hier durch Offenburg, ist in Fahrtrichtung Basel gesperrt. Straßburg. Wahnsinn. Da geht mir der Unfall schon wieder am Sonntag in die Birne. Mit den 40 Autos. Nur weil es geregnet hat, kann doch nicht wahr sein. Ich verstehe sowas nicht. So, ich glaube, jetzt sollte es wieder besser sein. Nee, da vorne, da 2 Kurven kommen noch. Jetzt seid ihr mal live fast dabei, wie man hier durch den kompletten Schwarzwald fährt. Das ist eine schöne Strecke. Ganz ohne Zweifel. Und dadurch, dass ich nicht schwer geladen bin und nur noch den Karton habe, kann man hier auch schön zügig mit 60, 70 teilweise in den Berge hochfahren. Da wird jetzt wieder nur 58. Ich habe halt einen Ökomotor, das ist nun mal so. Ich habe keinen großen Motor und das nervt manchmal richtig. Wenn ich jetzt wieder voll beladen wäre, dann würde ich hier wieder mit 30, 40 hochschnüppeln. Kriechen. Ich würde mir manchmal gerne 6 Zylinder wünschen. Nicht um anzugeben, sondern einfach nur, wenn volle Hütte oder sowas ist, um Pep dahinter zu haben. Einfach nur deswegen. Aber ja. Das ist ein Wunschgedanke vom Carsten. Wäre das Fahrzeug, glaube ich, bald 90.000 wert. Die sind so teuer, die Fahrzeuge, ey. Da brauchst du einen Staukasten, da brauchst du einen Kühlschrank, da brauchst du ein Bett, da brauchst du eine Standheizung, da brauchst du Klima. Ach Gott, so viel. So viel. Dann brauchst du noch einen Planaufbauer. Dann extra Wünsche, breit, groß, lang. Dann brauchst du zur Plattfederung noch eine Luftfederung. Das summiert sich, Leute. Das summiert sich ohne Ende. Das Fahrzeug, was ich hier habe, ist noch nicht mal das teuerste. Ich habe ja noch nicht mal LED-Scheinwerfer serienmäßig. Dann merkt das schon was, ne? Wenn ich hier alles vom Besten hätte, also das ist, was ich habe, ist schon sehr gut. Aber es gibt noch ein Ü-Tüpfelchen hier. Oh, ist das eng? Ist das eng? Warum genießt man den Ausblick da? Ah, jetzt sind wir ganz oben gleich. Gleich sind wir ganz oben. Aber das Fahrzeug kann sich auch noch teurer machen. LED-Scheinwerfer und dann Automatik und dann größeren Motor und. Die Windflagge geht aber ordentlich. Die Franzosenflagge da oben.
schade, hier gibt es einen Parkplatz, aber wir haben absolut keine Zeit. Weil ich muss das bis 17 Uhr. Ich rufe gleich den Chef an, dass er mal anrufen soll, dass die mal ein bisschen warten sollen. Die wollen ja auch schließlich ins lange Wochenende. Wobei das eine Logistik ist, verstehe ich nicht, dass die nur bis 17 Uhr waren. Ja, so ist es nochmal. Ich habe noch 50 Kilometer. Für die 50 Kilometer 16:10. Naja, okay, jetzt ist alles vorbei. Bis später. Also hier sind Wohnmobile unterwegs, Caravans unterschiedlichster Größe. Wahnsinn. Und wisst ihr was Schönes? Ich merke gerade wieder, aber es ist in Deutschland nicht erlaubt. So ein Wohnmobil hat eigentlich alles. Das hier vorne, das scheint ein 3,5er zu sein. Mittlerweile kenne ich ein kleines bisschen mich aus. Es gibt so Alkoven. Alkoven, die sind so vorne über dem Dach so ausgepollt und haben dann noch so ein Bett. Dann gibt es die Integrierten. Das hier ist so ein Integrierter. Das ist so ein Fiat Ducato und hat so ein, so wie der da vorne. Das ist ein, es gibt Teilintegrierten und so. Ja, und die haben alles drin. Die haben Satelliten, die haben Solaranlage. Alles. Alles. Die haben, der da oben hat rechts seine Satellitenanschlüssel, vielleicht sogar automatisch. Rechts hat er eine Markise, hinten hat er für zwei Fahrräder. Solaranlagen, Duschen, klar, Dusche und Bad und Waschbecken, alles mini. Aber die Toiletten, die sind ja modifiziert, ne? Da gibt es ja mittlerweile, habe ich geguckt, diese Toiletten, da sitzt sich drauf und das verbrennt. Da hast du nicht mehr die Kassette rausziehen und sauber machen und eklig und blä blä, Grauwasser oder wie das heißt. Nee, die verbrennt alles. Da drückst du drauf und das, da hast du unten nur noch Asche. Und es stinkt anscheinend nicht, laut den Videos in YouTube. Ja, durch deine Solaranlage bist du autark. Du hast eine Küche, du hast einen riesengroßen Kühlschrank. Du hast einen Froster, du hast einen Backofen meistens noch. Oder Mikrowelle. Du hast manchmal noch sogar einen Geschirrspüler drin, wenn du magst. Also, das ist so. Und die großen Betten, ein richtiges französisches Ehebett. Ganz ehrlich, bevor ich mir eine Wohnung kaufe, für was weiß ich, für wenig Quadratmeter. Das ist ja auch nicht groß, aber du hast alles kompakt drin. Ne? Und wenn du das putzt, tust du das so zu tun. Aber ist in Deutschland nicht erlaubt. Du musst eine Meldeadresse haben. Würden sie mal eine riesengroße Wiese, ja? So wie Camping halt, ne? Würden sie das erlauben, auf dem Campingplatz dauerhaft darin zu wohnen? Die sind ja auch isoliert. Und wenn du Stromanschluss vom Land hast, ne? Warum ist das nicht erlaubt? Wir haben so viel Wohnknappheit. Ich würde mir lieb und gern so ein Ding da. Muss man ja nicht so ein teures. Es gibt ja auch gebrauchte für 50, 45 oder so. Hast alles drin. Würde ich mir lieb und gern kaufen. Schön abbezahlen statt die Miete. Aber in Deutschland ja nicht erlaubt. Schön. Eines Tages. Aber ich will es ja zeitnah mal machen. Miete ich mir so ein Ding. Yeah, der Kassel hat's geschafft. Tor öffnet sich. 17:01 waren wir hier. Yeah, Straßentiger. So, der Straßentiger hat abgeladen. Und dadurch, dass der Straßentiger nur gut arbeiten kann, beziehungsweise nach Hause kommt, gehören saubere Hände. Nee, das war falsch. Ich habe gesagt, der Straßentiger braucht saubere Hände, wenn er nach Hause fährt. Sonst schafft das nicht. Katastrophe, sage ich euch. Aber wir haben nochmal richtig gut Zeit rausgeholt. Gott sei Dank haben wir heute nochmal einen Zehner. Wow, yeah. Aber ich hasse dreckige Hände. Deswegen müssen die jetzt schnell sauber gemacht werden. Weil immer an die Worte der Oma denken. Saubere Buchse, saubere Hände und Taschentücher. Nicht vergessen. Deswegen. Und dadurch, dass es jetzt mal nicht regnet, kann man schnell mal die Hände schnell waschen. Es ist katastrophisch, was auf den Straßen los ist. Leute, könnt ihr alle nicht fahren? Ich weiß, ich werde nicht machen. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall so viele Straßen gesperrt und Unfälle. Der Radiosprecher, da braucht ja manchmal 5 Minuten, um alles abzusagen. Da sind ja die Blitzer nur 2 Zeilen lang. Und normalerweise sind die Blitzer die längsten. Naja, oh egal. Solange wie ich heil nach Hause komme, in der Hinsicht denke ich nur an mich. Wenn die anderen zu doof sind und ständig rasen und nicht und drängeln und keinen Schulterblick machen und ach was nicht alles, was alles dazu gehört, einfach ordentlich fahren. Ich weiß es nicht. Ich fahre ja auch ordentlich zu 95% ohne Eigenlob. Ne? Eigenlob stinkt, aber ist so. Wenn ich so fahren würde wie die anderen, ständig schneller und ach, mir scheißegal, was der Gesetzgeber sagt. Ja.
dann hätte ich auch wieder wie früher Punkte ohne Ende und was nicht alles. Aber egal, das ist mir egal. Ich mache mein Ding, die anderen machen ihr Ding. Entschuldigung, meine Brille ist ein bisschen schief. Aber so ist das normale Leben hier. Warte mal, stell mich mal kurz hier hin. Ah, heute nicht, aber vielleicht Sonntag. Sonntag? Ja, vielleicht Sonntag. Je nachdem. Oder Montag. Fahrzeug sauber machen. Ah. Ich habe ein bisschen Hunger. Wir essen gleich noch einen Apfel, weil der Carsten Hunger hat. Den tun wir aber jetzt schnell noch in den Kühlschrank. Guck doch mal an hier. Tomaten hat er auch noch, der Junge, aber kein Brot. Nur noch eine Scheibe Brot. Ne, zwei habe ich. Das ist noch viel zu wenig. Gut. Ich habe gerade mal Dings angezogen. Was will er denn jetzt schon wieder? Ah, schon wieder eine Nachricht, hä? Fragezeichen. Fragezeichen. Gelesen. Zack. Fragezeichen. Löschen. Zack. So. Okay. Ich melde mich dann heute Abend, ne? Weil wir müssen uns beeilen. Wir haben nämlich jetzt noch 148 Kilometer. Und wir können ja noch 2,5 Stunden fahren. Das sollte machbar sein. Also, bis denn. Tschüss. So, meine Freunde. Könnt ihr das sehen? 31,2 Kilometer, ne? Da steht Kilometer. Kategorie, Klass Tarif 3. Und wir haben 5,30 Euro dafür bezahlt für 31,2 Kilometer. Maut. 20% Mehrwertsteuer. 88 Cent. So, meine Freunde, könnt ihr euch daran erinnern? Vor 2,5 Stunden sind wir doch über Straßburg da gekommen, ne? Hier ist Straßburg. Und da habe ich doch gesagt, oh, in Richtung Basel. In Richtung Basel gesperrt. Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Warum müssen die immer so rasen? Es sind doch Feiertage. Da will man doch gesund zu vom hier ankommen. Mein Fahrlehrer hat immer gesagt, lieber erst um 11 zu Haus als um 10 im Krankenhaus. Recht hat er. So, und soll ich euch mal das zeigen, was mir noch bevorsteht? Ich könnte kotzen. Ich könnte wirklich kotzen. Aber ich sag das nicht so laut. Ich sag das nicht so laut. Guckt euch das an. Der Gesetzgeber hat mal gesagt, ne, hier, wenn Feiertage ist, dann sollen die Pkw fahren und Lkw-Fahrverbot, ne? Damit die Pkw vorankommen. Warum fahren die alle heute? Warum? Warum rasen die so? Der Moderator hier auch, guckt euch das an. Wenn ihr wissen, was das für... Furchtbar. Der Moderator vom SWR4, der gerade im Verkehrsfunk durchgelesen hat. Junge, der hat manchmal Staus gesagt mit 2 Stunden Wartezeit. Und kilometerweise. Würde mich nicht wundern, wenn hier auch noch was ist. Klar, der 6er muss doch was sein. Da am Kreuz muss 100%ig was sein. Würde mich ja wundern, wenn da nichts wäre. Na? Ist da wirklich nichts? Kommt da nichts? Kommt wirklich nicht? Na, dauert wohl noch ein bisschen. Tatsächlich, kommt nix? Ist ja Wahnsinn. Wahnsinn, Kreuz Hockenheim ist nicht. Aber hier, da. Ne, ist auch egal. Wahnsinn, ne? So, ich mache jetzt weiter. Und da vorne ist irgend so ein getarntes Auto. Weiß nicht. Okay, bis dann. Liebe Kinder, ich habe den Osterhasen entdeckt. Guck mal, da ist er. Soll ich ihn nehmen? In Pforzheim tümmelt er sich schon mal rum. Das glaubt ihr nicht. Ich bin ja gerade auf dem Parkplatz. Nach Hause kommt mir ein Aktros entgegen. Deswegen jetzt die Kamera an. Was soll das für eine Scheiße hier werden? Was soll das? Ich kann mich schon denken, was ihr macht. Ja, nee, das, was du machst, ist scheiße. Der kam hier lang, hier kam der lang. Sag mal, geht's noch? Würde gerne mal interessieren, was der vorhat. Was hat der vor? Der fährt doch tatsächlich da weiter. Ohne Licht, ohne Warnblinker. Ey. Nee. Oh, also ganz ehrlich. Es ist nicht mehr normal, was auf deutschen Straßen abgeht. Es ist nicht mehr normal.